Schnallt euch an, Freunde! Cancel Culture ist endlich in Deutschland angekommen! Cancel Culture, der neueste Shit aus Amerika, mit dem neuesten Shit meine ich ungefähr 2014. Jedenfalls sind wir auch hierzulande endlich auf die Idee gekommen, dass wir Menschen boykottieren können, die Dinge sagen, die uns nicht gefallen. Es gibt schon ein erstes Opfer der deutschen Cancel Culture. Nein, Freunde, das hier ist nicht der neueste Mitglied von Team Rocket. Dieser schmächtige Hitlerjunge heißt Lisa Eckert und ist der neueste, hotteste Shit in der Ü60er Kabarettszene. Lisa Eckert ist eine 80-jährige Herzogin im Körper eines 15-jährigen der 200 Jahre in die Zeit zurückgereist ist, um uns die besten Gags aus dem 17. Jahrhundert zu bringen. Juden mögen Geld. Chinesen, was ist da los? Schwarze, sie sind voll schwarz. Hihi. Tiefhängende Comedy-Früchte, klar, aber sie sagt das mit einem fancy Akzent und macht dabei sehr intensive, wichtige Handgesten. Und das sind genau die Qualitäten, die ein Österreicher braucht, um das deutsche Publikum zu erobern. Und genau deshalb ist es nicht einfach hacky, lieblose Bierzelt-Comedy. Nein, sie hält Deutschland den Spiegel vor. Bevor Lisas komplette Publikum an Corona oder Altersschwäche stirbt, war sie zu einem Literaturfestival in Hamburg eingeladen, wo sie gegen 7 andere Autoren um den Klaus-Michael-Kühne-Preis konkurrieren sollte. By the way, wenn man 3-mal hintereinander Klaus-Michael-Kühne sagt, kommt Volker Piespers und macht eine Einnahmeüberschussrechnung von 2015. Wie wichtig ist der Klaus-Michael-Kühne-Preis? Ich sag mal so, wenn du Klaus-Michael-Kühne-Preis bei Google eingibst, kommt das allererstes ganz groß, einfach nur 10.000 Euro. Aber hey, es geht um die Sache. Es geht um, war ein toller Typ, Klaus Günther. Jedenfalls hatte Lisa schon das ganze Geld, Prestige, in ihrem Kopf für ein neues Monokel ausgegeben. Doch dann schlug Cancel Culture zu. Zwei der anderen Autoren lehnten es ab, neben Lisa Eckert aufzutreten, was dazu geführt hat, dass man ihr stattdessen einfach einen ganzen Soloabend geben wollte. Stark gemacht. Dann habt ihr es ihr richtig gezeigt, ihr Hornochsen. Hättet ihr lieber alle abgesagt, dann hätte sie direkt den Preis bekommen. Das hätte ihr richtig wehgetan. Puh. Auf jeden Fall gab es dann so viel Protest, dass die Veranstalter Lisa Eckert einfach ausgeladen haben. Mal wieder stark gemacht. Da habt ihr es ihr richtig gezeigt. Uiuiuiui. Platz 2 in den Twitter-Trends, dutzende Artikel in allen großen Zeitungen. Ihr habt sie einfach krass gecancelt. Ihr kleine Cancel-Mäuse. Hey, könnt ihr mich bitte auch canceln? Bitte, ich sag, was ihr wollt, bitte. Was muss ich sagen? Was? Juden sind gierig, sag ich, stehe ich dahinter. Was? Frauen sind Schlampen? Okay, Araber sind Araber. Ziemlich weit, aber ich gehe dahin. Von mir aus, bitte cancelt mich. Oder cancelt einfach niemanden und lernt Satire auszuhalten. Ich meine, Dieter Nuhr hat sich letzte Woche mit einem Holocaust-Opfer verglichen. Dieter, wir haben schon einen unlustigen jüdischen Comedian in Deutschland. Such dir was anderes. Alles, was ihr macht, wenn ihr versucht, Künstler zu canceln, ist sie zu Märtyrern zu machen. Dieter Nuhr ist kein mutiger Freiheitskämpfer, nur weil er den Klimawandel leugnet. Ich meine, guckt ihn an, er sieht aus wie Le Floyd mit der Face-App. Lisa Eckert ist keine brillante Provokateurin, nur weil sie rausgefunden hat, dass Juden auch mal horny sind. Nichts, was diese Leute sagen, ist mutig oder schlau oder provokant genug, dass wir es nicht aushalten könnten. Versteht ihr jetzt, warum wir keine Cancel Culture in Deutschland haben? Weil niemand wirklich gecancelt wird. Es bekommen einfach irgendwelche Comedians mit sehr mittelmäßigen Bits sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Kein Jude, kein Araber, kein Chinese wird euch dafür danken, dass ihr Lisa Eckert gecancelt habt. Erstens, weil wir sie nicht kennen. Lisa Eckert ist wie Weihnachten. Kein Kanake feiert sie. Und zweitens, weil wir diese Witze alle schon 1000-mal gehört haben und sie aushalten können. Lernt es auch. Lasst Lisa Eckert und Dieter Nuhr auftreten. Und kritisiert ihre Arbeit, anstatt sie krampfhaft verbieten zu wollen. Oder noch besser, schenkt eure Aufmerksamkeit denjenigen Künstlern, die Comedy machen, die ihr sehen wollt. Ihr könnt nicht Künstler verbieten, die euch nicht gefallen, aber ihr könnt Künstler unterstützen, die es tun.